Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Runde hier. Wir sind hier an einer Kampfarena und ich habe keine Ahnung, was das ist. Schnell speichern scheint mit dem Controller nicht zu gehen. Also es ist komisch, ne? Wenn dieses Spiel für einen Controller gemacht war, warum ist da so eine wichtige Funktion wie der Schnellspeicherstand nicht auf dem Controller drauf? Also ich habe eben noch mal im Internet geguckt. Ich habe extra gesucht Hogwarts Legacy Schnellspeichern Controller. Ich habe dann auch noch mal ohne Controller gesucht, aber da war nur, wie kann man in Hogwarts Legacy speichern? Das ist so dämlich. Da denkt man, wir leben in Zeiten, wo das Internet einfach alles weiß und es weiß gar nichts. Ich werde mal kurz diese Arena starten und ja, heiliger. Ja. Was jetzt? Oh, fuck. Kampfarena der Nordküste bereit. Welle 1. Ach du meine Güte. Ach. Oha. Ich glaube, das habe ich. Nein. Warte mal kurz. Das werde ich dann irgendwann anders machen. Also. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ah, nee, das machen wir noch mal irgendwann anders. Hm. Ich sage Spielladen. Alter, ne? Ja. Ja. Habe ich extra gesagt. So. Ja, und ihr seht, ich mache hier keinen Scheiß. Ich zeige euch alles. Ich zeige euch auch die peinlichen Angelegenheiten, wo so mancher schneiden würde, wo so mancher die Aufnahme löschen würde, wo so mancher. Die einzige Möglichkeit oder die einzigen Fälle, wo ich eine Aufnahme lösche, das ist, wenn ich einfach merke, ich bin nicht in der Laune und es funktioniert nicht. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, mit diesem Controller hier, ja, es hat sich gezeigt, ne? Also, dass ihr jetzt diese Aufnahme hier seht, zeigt euch, ich bin eine ehrliche Haut, ich verarsche euch nicht, mir ist das, natürlich ist es mir ein bisschen peinlich, wenn ich hier fehle, ne? Also gut, diese Arenen, nein, nicht meins, noch nicht. Das können wir gerne irgendwann mal machen, wenn ich mit dem Controller besser vertraut bin und ja, hier nicht ständig irgendwie sogar mit der Perspektive noch rumeiere. Guck mal, ich hänge hier fest. Hä? Was ist jetzt los? Siehst du das? Nee, natürlich kannst du das nicht sehen, weil... Alter. Das ist der Typ... Ja. Jetzt bin ich komplett durch. Entschuldigung. Ich hoffe, wir landen nicht gleich wieder im Kampf. Ja, wir latschen jetzt voll zu einer... in eine Quest rein. Oh, alter Schwede, guck dir das an. Guck dir das an. Oh, muss das ein Viech gewesen sein? Guck mal. Es muss so ein Drache gewesen sein, wie der, der uns am Anfang angegriffen hat. Was ist denn das da? Ein Testral. Oh. Ach ja, ich habe gesehen. Ein Testral. Oh, wie lustig. Ja, guck mal, da haben wir doch noch ein paar positive Geschichten hier und nicht nur, dass ich fehle. Knork. Nee, ich habe mit Amphibien irgendwie überhaupt nichts am Hut. Was ist denn das da vorne? Da ist ein Händler. Ach komm. Testral. Die sind ja so süß. Ich mag die. Hoffentlich greifen die uns nicht an, wenn wir ihnen zu sehr auf den Sack gehen. Hallo. Warte mal, was habe ich denn? Ich habe da einen... Ach, dunkler Straßenköter, meine Fresse. Ja, war das jetzt... Das war jetzt heldenhaft, ne? Dunklen Straßenköter erschlagen hier. So, das holen wir uns nochmal. Ich finde das Geräusch schön. Also irgendwie...
Ja, also schnell speichern ist nur möglich. Ich habe da vorne die Tastatur liegen. Wenn ich da die F5-Taste drücke, dann muss ich aber mit meinem Gesicht so nah an die Facecam kommen, dass es euch Angst machen wird. Und deswegen... Ach, das ist Babcock. Was das hier brauchen. Bab. Was hat der denn hier? Himmelssensenbogen. Was? Ein agiler Besen für Flugbegeisterte, die beeindruckend aussehen wollen, wenn sie ihr erhebliches Können unter Beweis stellen. Ach, du meine Güte. Weißt du... warte mal, erstmal verkaufen wir. Ach, das kann ich auch so machen. Okay. Das hat nichts für uns an Vorteilen, das auch nicht. Okay, dann verkaufen. Verkaufen. So. Dann jetzt wieder rüber. Es geht auf mehrere Arten und Weisen. Das ist natürlich toll. Alle Raunen haben wir ja jetzt. Ach, wir hätten die ja mal testen können. Ja, toll. So, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ja, das ist schön für dich. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viele von denen ich schon habe. Na komm. Ja. Unsere eigene Brauerei ist ja auch noch voll damit. Okay, raus. Leopold. Das erinnert mich an jemanden. Sei gegrüßt, Leopold. Ja. Mehr sage ich nicht. Ich bin ja nicht doof. So. Ach, das flunzelt da so schön. So. Da ist ein roter Kreis. Das bedeutet mit Sicherheit nichts Gutes. Ja. Da rennt er mal eben in den roten Kreis einfach rein. Ja. Das könnte allerdings auch... die Queste sein. Okay, weißt du was? Ich muss mal kurz gucken, wie die Zaubersets jetzt eigentlich besetzt sind. Okay. Ich nehme mal das. Das kann sich als absolut falsch erweisen, aber dann tut es das. Immer wenn ich gerade denke, ich habe die... Oh, was ist das denn da? Sollte ich... aus. Ja. Weißt du, komm mal her. Jetzt muss ich schon machen. Die Tastatur ist da vorne. Warte mal, kann ich die hier rüberlegen? Oha. Nee, das geht nicht. Schiete. So. Also heute ist wirklich Katastrophenalarm. Sieht interessant aus. Schleudere einen brennenden Gegner mit Depulso in einen anderen. Ja, schön wär's, Kollegen. Was ist das? Wahrscheinlich auch eine Arena. Nö, sieht jetzt nicht so aus. Nicht identifizierter Gegenstand rücken. Ah, ich versammle mich hier die ganze Zeit. Ja, also die Dungeons, Herr Kittenkurmler, ja, kann ich nachvollziehen, dass Sie die eher langweilig oder enttäuschend finden. Aber auf der anderen Seite, die Welt ist so schon so groß. Wir werden hier mindestens 200 Folgen an den Start kriegen. Da bin ich von überzeugt. So, da oben ist eine ganze Menge roter. Du sagst nicht, dass diese fliegenden Dinge. Aber es ist hier, das ist die Quest Location Sheet. Ich befürchte. Was sehe ich da? Warte mal. Entschuldigung, dass ich jetzt hier. So, und dann dieses Zauberset, weil ich sehe da oben, ich hänge hier fest, ich sehe da oben ist ein Untoter.
Oha. Ja, das sind Inferi. Oh. Hauptsache, ich komme hier nicht angescheißert. Warte mal. So, jetzt das untere Z. That's all right, Mama. Warum kann ich mich hier nicht bewegen? Hier ist so eine Alpha-Wand mitten auf der Treppe. Immer wieder wohlbekannt. Die blöde alte Alpha-Wand. Wo ist der? Ach, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuflattern, du blöder Vogel. Was auch immer das jetzt war. Ein Jobberknoll. Du störst. Hä? Die waren doch eben in Feri. Sind die jetzt... Ach, die haben sich auf den Weg gemacht nach unten. Die sind jetzt da unten. Ja, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Boah, sieht das schön aus da unten mit dem spiegelnden Wasser. Ja, die sind hier einmal unten rundherum. Ja, hier müsste einer sein jetzt. Da, guck mal. Aha. Ich habe die beide erwischt. Ist ja lustig. Bardolf, okay, wir haben Bardolf gefunden, wie es aussieht. So. Ja, so langsam schnalle ich das hier. Wow, was für Musik auf einmal. Okay, also Bardolf ist hier. Bardolf c'est ici. Wie der Franzose, glaube ich, sagen würde. So. Ja, also mit diesem Zauberset kommen wir schon ganz gut voran. Bardolf! Bardolf, ich bin's, der Honk. Ich bin hier, ich komme von deiner Schwester. Wow. Oh, da kommt Bardolf. Ja, das war dann wohl mal Bardolf. Oh. Halt! Oh. Halt mal weg, 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 weg. Oh. Sauber zerlegt. So, erstatte Claire Beaumont Bericht. Ich werde den Dingso da oben auch nochmal holen. Ja, so langsam funktioniert es. Meine Freunde, bear with me, seid ein großer Bär mit mir. Wir packen das. Den Jobberknoll will ich jetzt mal nicht killen. Wo ist das Viech? Wo ist der Inferius? Ja, natürlich kriegen wir hier noch viel an Hauch der Töten. Aber ich will den letzten Inferius da unten haben. Nee, Schwerter schleifen will ich jetzt mal nicht.
wirklich das Navigieren mit dem Gamepad, mit dem Controller. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Ich liebe Eichhörnchen. Ja, Eichhörnchen sind fein. Ja, genau meine Art Tiere. Falsches Zauberset am Start, aber trotzdem fertig. So, wir haben hier jede Menge Loot am rumliegen. Also Hauch der Toten. Ja. Oh. Ich latsche hier ständig überall rein. Was auch immer das soll. Das Eichhörnchen rennt ständig gegen einen Amboss. Ist das schön? Jetzt habe ich den Amboss umgekickt. Ist das super. So, was haben wir hier? Aufheben. Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben. Aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 der Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, müsste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magiern nicht zu trauen. Aber ich kann nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hawksfield zu schützen. Adolf. Ja, der heißt so. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ja, und das ist gut so. So, wissen wir jetzt also, Adolf hat sich in Gefahr gebracht und ist darin umgekommen. Können wir da hochklettern? Ja, jetzt mit dem Controller ist das auf jeden Fall total empfehlenswert, dass ich hier irgendwo rumklettere, ne? Ist doch so. So, dann müsste ich ja eigentlich, er hat gesagt, 1 von 2, dann müsste hier noch ein Tagebuch, Tagebuch, Eintrag 2 von 2. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Ja, scheint irgendwie. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf offenbar als Nächster dran sei. Ja, das ist dann wohl passiert. Ja, genau, das ist dann passiert. Wir gehen mal zu Claire Beaumont zurück. Clairchen, Popärchen. Da unten sieht es so aus, als hätten wir da ein zugehöriges Teil zu einem Rätsel Merlins. Und eigentlich, wie das da rumflunsert, kann es nur ein Rätsel Merlins sein? Es ist ein Rätsel Merlins, aber es ist von... Lass mich mal sehen, ob das... Ach so. Ja, das ist die Kuhle zum Rätsel Merlins. Ah, guck mal da. Da ist ein Rätsel Merlins. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Eine Prüfung Merlins. Also kein Rätsel. Ich habe mich geirrt. Entschuldigung. So. Und ich weiß, was ich zu tun habe, nämlich, das ist so einfach, das ist so fucking einfach, dass ich es schon gar nicht mehr fassen kann. Ihr müsst mich festhalten, Leute, haltet mich fest, es ist so einfach, es ist so Jobberknolz. Ja, okay, Entschuldigung, wenn ihr hier heute Sehkrankheit kriegt, aber seht es mir nach, dass... Ist das lustig? Das ist der falsche Zauber. Ich weiß das. Und ich nutze ihn extra. So, pass mal auf. Gott, oh Gott. Könntest du mal?
Können wir vielleicht, warte mal, wo ist denn der Akio? Auf welchem, habe ich denn überhaupt einen Akio irgendwo? Nö, ich habe nur ein Depulso. Warum habe ich kein, ich hatte doch, ah, da ist Akio, komm, komm, komm. Ach hier.